Politik ist ein hartes Geschäft. Einer, der das gerade erfahren hat, ist Mike Moring, mein heutiger Gast, den ich sehr herzlich begrüße. Ja, wir haben ja so einen richtigen Aufruhr in der deutschen Politik nach den Vorgängen in Thüringen. Fühlen Sie sich eher als Verantwortlicher oder eher als Opfer? Ich bin ja verantwortlich, weil ich Vorsitzender meiner Landespartei bin und Fraktionsvorsitzender und bin in der Gesamtverantwortung für alle Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wenn man sich anschaut, wie die Diskussion in der CDU verläuft, aber auch in der deutschen Politik, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, Sie sind eigentlich so an allem schuld. Zuletzt am schlechten Abschneiden der CDU in Hamburg. Werden Sie als Sündenbock geführt? Will man bei Ihnen sozusagen alle Last abladen? Ich hoffe nicht, dass ein Einzelner die Last der Aufgaben der CDU Deutschland tragen muss. Natürlich hat Thüringen und die CDU Thüringen eine besondere Rolle gespielt in den letzten Wochen, seitdem wir nach der Landtagswahl im Oktober letzten Jahres versucht haben, aus der Situation, die kompliziert ist, wie wir sie noch nie im deutschen Parlament erlebt haben, eine Lösung zu finden. Aber die Erwartungen an die CDU Deutschland sind größer, als sie sich nur bei Thüringen aufhalten. Und dort kann auch die Aufgabe nicht gelöst werden. Die CDU braucht für sich selber auch eine Neuvermessung und auch einen Neustart. Und der ist in Thüringen notwendig, aber der ist eben auch für die CDU Deutschland notwendig. Wenn Sie sagen, Sie sind auch Verantwortlicher an dem, was da passiert ist, und nicht nur in Thüringen, sondern möglicherweise auch an den Folgen. Was haben Sie denn falsch gemacht? Das kann man, glaube ich, nicht mit einem Satz sagen, was falsch gelaufen ist. Wir haben ja eine Landtagswahl gehabt, die ein Ergebnis gebracht hat, wo AfD und Linke in der Summe mehr Mandate bekommen haben als alle anderen Fraktionen zusammen. Das gab es noch nirgendwo. Und damit war noch klassische Mehrheitsbildung nicht mehr notwendig. Viele sagen heute im Nachhinein, die CDU hätte gleichermaßen für sich erkennen müssen, sie hat nur die Oppositionsrolle in dieser Konstellation. Und die anderen sind verantwortlich, Mehrheiten zu finden. Aber schlechterdings konnte niemand Mehrheiten finden, weil es keine Mehrheitsbildungsmöglichkeiten gab. Dadurch, dass Linke und AfD in der Summe so stark gewesen sind. Heute wird sich alles reduziert auf die Frage, was am 5. Februar mit der Wahl von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident passiert. Meine Einschätzung ist, dass es zu dieser Wahl und Situation auch gekommen wäre, wenn die CDU von Anfang an gesagt hätte, ab dem Wahlabend, wir sind Opposition, wir kümmern uns um nichts, wir warten ab, was andere machen. Weil Rot-Rot-Grün war abgewählt, war ohne Mehrheit, haben bis Februar verhandelt, um eine Koalition zustande zu kriegen in einer Minderheitskonstellation und sind in eine Ministerpräsidentenwahl gegangen, wo sie schlicht keine Mehrheit hatten. Und das hat eine Menge mit sich gebracht. Es ist ein Tabu gebrochen worden, das Tabu. Man wird sich nicht wählen lassen wollen mit Hilfe der AfD. Sie haben in den letzten Jahren mit allen Parteien eigentlich gesprochen. Also es gibt Gespräche, die berichtet werden mit den Grünen, Gespräche auch, die Sie mit Bodo Ramelow von der Linken gemacht haben. Haben Sie tatsächlich auch intensiv mit der AfD in den letzten Jahren gesprochen? Nein, überhaupt nicht. Ist das eine Falschmeldung? Ich habe mit der AfD nicht gesprochen in den letzten Jahren. Es wird sich immer darauf bezogen, dass es 2014 angeblich Gespräche über eine Mehrheitsbildung gegeben hat. Und außer dem Mittagessen, was ich mit dem damaligen neuen Fraktionschef der AfD 2014 unmittelbar nach der Landtagswahl geführt habe, gab es keine weiteren Gespräche. Es gab dann eine Spiegelveröffentlichung Monate später, die den Anschein erweckt hat, als sei im unmittelbaren Umfeld der erstmaligen Wahl von Bodo Ramelow solche Gespräche stattgefunden. Die gab es schlicht nicht. Und seitdem habe ich auch jeden Kontakt vermieden. Und ich habe deshalb auch entschieden, nach der Landtagswahl in Thüringen 2019 nicht für eine Ministerpräsidentenwahl anzutreten, weil ich selber für mich und für die CDU sicherstellen wollte, dass wenn Rot-Rot-Grüne Kandidaten Bodo Ramelow aufstellt, wir keinen Gegenkandidaten ins Rennen schicken, eben um zu vermeiden, dass wir mit Mitstimmen der AfD in das Amt gewählt werden. Mhm. Und das fand ich wichtig als klare Aussage. Und dass es dann anders gekommen ist, war auch eine Entscheidung bei der FDP, auch bei uns natürlich. Aber ich habe für mich und für die CDU entschieden, wir stellen keinen Kandidaten auf, um genau nicht in so eine Situation zu kommen. Wenn Sie mit den Linken gesprochen haben, mit den Grünen gesprochen haben, ist das so lavieren, mal gucken, mit wem man das am ehesten machen kann? Oder würden Sie sagen, nein, das ist doch politischer Alltag, dass man mit allen spricht?
Sie meinen jetzt nach der Landtagswahl. Ja. Nach der Landtagswahl habe ich mit den Linken nicht gesprochen, aber ich hatte ja angeregt, unmittelbar nach der Landtagswahl mit Bodo Ramelow zu sprechen, als amtierenden Ministerpräsidenten, um über die Lage des Landes zu reden. Was macht man mit so einem Wahlergebnis? Heute würde ich einschätzen, dass ich wahrscheinlich zu früh auf so ein Gespräch hingewiesen habe. Es gab danach unmittelbar sehr hysterische Reaktionen in meinem Landesverband, in der Bundespartei. Und dann war das auch am selben Tag schon wieder zu Ende, bevor man überhaupt mal in ein Gespräch kommen konnte. Ich würde heute immer noch sagen, auch wenn das zu früh war, es wäre richtig gewesen, man hätte diese Gespräche geführt und man hätte Vertrauen gehabt, dass ich verantwortlich so ein Gespräch auch zu Ende bringe und mal mit einer Idee dann in meiner Partei besprechen kann, was macht man jetzt mit der Lage des Landes. Und jetzt ist es ja immer noch so, wir sind jetzt Ende Februar und noch immer gibt es keine Regierung in Thüringen, noch immer gibt es keine Arbeitsfähigkeit, obwohl die Landtagswahl jetzt so lange her ist. Und das zeigt ja, dass das Wahlergebnis komplizierter war, als man sich heute mit einfachen Antworten gerne vorstellen möchte. Aber für Sie gilt nicht mehr der Grundsatz zu sagen, mit den Linken zusammen machen wir nichts mehr. Weil ja jetzt die Vereinbarung besteht, also es könnten diese vier Abgeordneten der CDU im Zweifel für Bodo Ramelow, den ehemaligen Ministerpräsidenten, stimmen. Und dann haben wir eine Regierung, die Sie quasi unterstützt haben von der CDU. Ja, wir haben eine klare Beschlusslage in der CDU Deutschland, auch in der CDU Thüringen. Die haben wir gerade erst in dieser Woche im Landesvorstand nochmal besprochen. Die CDU wird Bodo Ramelow nicht zur Ministerpräsidentenwahl wählen. Das hat die Fraktion auch letzte Woche nochmal beschlossen. Und wir haben uns auch gemeinsam versichert im CDU-Präsidium Deutschland und im CDU-Bundesvorstand, dass diese Position klar ist. Die CDU wählt Bodo Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten. Und deswegen ist es ja auch so kompliziert. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr nach der Landtagswahl und geht jedes Mal in eine Ministerpräsidentenwahl, ohne diese Mehrheit zu haben. Und dazu haben wir jetzt auch noch eine Situation, dass es eine AfD gibt, die auch für sich einen Tabubruch macht, nämlich das ganze parlamentarische System auf den Kopf stellt, lächerlich macht, weil sie einen Kandidaten aufstellt, den sie selber nicht wählt, mit all den Mandatsträgern, die sie hat. Und das gab es ja noch in keinem deutschen Parlament, so eine Situation, so eine Verächtlichung machen. Und die führt ja dazu, dass Bodo Ramelow jetzt für sich in Sorge ist und sagt, ich gehe wieder in diese Wahl, habe keine Mehrheit und vielleicht passiert es, dass mich die AfD wählt. Und dann müsse man sozusagen, wenn man Gleiches mit Gleichen auch sozusagen misst, müsste ja dann auch zurücktreten und die Wahl nicht annehmen, so wie es bei Thomas Kemmerich ja dann auch in der Folge zum Rücktritt geführt hat. Was war denn Ihre erste emotionale Reaktion, als Sie das Ergebnis hörten? Na, ich wusste, das geht jetzt nicht mehr gut aus. Also Sie hatten schon ein ungutes Gefühl? Ja, ich habe ja vorher gewarnt davor, dass man natürlich die Möglichkeit hat, wenn links ein Kandidat antritt, ein AfD-Kandidat antritt und ein Liberaler in der Mitte antritt, dass das für sich natürlich auch ein Ausdruck ist von dem demokratischen Wahlakt. Hat ja Ramelow am Tag der Wahl selber noch zu Kemmerich gesagt, dass es ein ganz demokratisches Verfahren ist, dass Kemmerich kandidiert zu dieser Wahl. Aber ich wusste, dass hinterher eine Debatte entsteht, wenn man mit Stimmen der AfD gewählt wird. Ich habe ja nicht umsonst für uns entschieden, für mich entschieden, wir kandidieren nicht. Und das trifft natürlich die Analyse gleichermaßen auf andere Parteien zu. Und deswegen war die Beschlusslage, die wir hatten bis 48 Stunden vor der Ministerpräsidentenwahl in der CDU Thüringen, ziemlich klar. Wir wählen dreimal Bodo Ramelow, wenn es zu drei Wahlgängen kommen sollte, nicht. Und selbst wenn er am Ende Ministerpräsident ist und hat weniger Ja- als Nein-Stimmen, so eine besondere Verfassungsauslegung, die es in Thüringen in der Mindermeinung gibt, dann ist er eben Ministerpräsident. Aber da hat er eben keine Mehrheit im Parlament, ist selber nicht gewählt worden, seine Koalition hat keine Mehrheit. Und damit hätten wir als CDU in der Opposition auch gut arbeiten können. Wie genau haben Sie die Fraktion im Griff? Ja, ich habe in anderen Momenten ja auch schon Berichte davon, dass unterm Strich ich heute einschätze, dass mir die Kraft gefehlt hat, schlussendlich dafür zu sorgen, dass die CDU Thomas Kemmerich nicht unterstützt. Sie hat sich anders entschieden. Ich habe das auch verteidigt, weil deswegen bin ich Vorsitzender. Und ich finde, das gehört zu den Aufgaben eines Vorsitzenden einer Fraktion dazu, dass man auch die Entscheidung, die man gemeinsam trifft, auch verteidigt. Auch wenn man vorher einen anderen Weg sieht und einen anderen Schritt gehen würde, aber wenn sich die Fraktionsgemeinschaft für eine Sache entscheidet, dann kann man sich nicht neben die Truppe stellen, sondern stellt sich vor die Truppe. Und deswegen habe ich auch die Verantwortung, weil ich der Vorsitzende bin, auch wenn ich den Schritt gerne hätte vermieden, weil ich wusste, was danach passiert. Ich habe ja von Tsunami gewarnt und der ist ja auch im politischen Diskurs hier eingetreten, hat ja auch alles verändert, hat auch die Republik vor neue Fragen gestellt.
und hat ja auch in politische Debatten bis tief in die Spitze der CDU Deutschland ja auch hineingebracht. Und das hätte man vermeiden können, wenn man das vorher ja vielleicht noch mehr gebogen hätte. Wie viel Aufruhr, ich habe eben von Aufruhr gesprochen zu Beginn der Sendung, wie viel Aufruhr hat das hervorgerufen? Und Sie haben gerade selber von einem Tsunami gesprochen. Wie viele Wellen und wie hoch sind denn die Wellen, die da jetzt ankommen? Wir sehen in der CDU, dass es heftige Auseinandersetzungen gibt, um das freundlich zu sagen. Dass es aber auch innerhalb Politik in Deutschland heftige Auseinandersetzungen gibt. Ist das nur so ein Passpro-Toto gewesen, so ein Beispiel, was angetippt worden ist und was im Grunde offengelegt hat, wo die Differenzen und die Streitobjekte sind? Naja, es fängt bei der CDU an mit der Frage des Unvereinbarkeitsbeschlusses, den wir vor einigen Jahren auf dem Hamburger Bundesparteitag verabschiedet haben, der ja sagt, die CDU arbeitet nicht mit der Linkspartei und der AfD zusammen und koaliert natürlich auch nicht miteinander. Der Beschluss ist dem Grunde nach auch heute noch richtig, aber richtig, als wir ihn gefasst haben, ist im Grunde auch noch heute. Aber er passt eben nicht mehr auf die Lebenswirklichkeit nach der Wahl in Thüringen. Eben dann nicht, wenn die Mandate so verteilt sind, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und da muss man eben überlegen, was macht man damit? So ein Beschluss, der pauschal stimmt. Und wenn ich jetzt hessischer Politiker wäre oder wäre Reinhard Pfälzer Politiker, würde ich diesen Beschluss auch jeden Tag in meiner parlamentarischen Praxis so anwenden können, weil sich die Fragen nicht stellen. Aber was macht man, wenn eine Regierungsbildung gar nicht mehr möglich ist, ohne einer dieser beiden Fraktionen, AfD oder Linkspartei? Und da will ich gar nicht in der Zusammenarbeit mit der AfD das Wort reden. Aber dass man sich einfach dann nur daneben stellen kann als CDU und sagt, wir schauen mal, was jetzt passiert, ist ja auch keine Verantwortung. Und ich finde, die CDU als Volkspartei hat immer auch die Aufgabe, für Verantwortung bereit zu sein, zum Wohle des Landes und nach Lösungen zu suchen, die dem Land dienen und nicht nur einer Parteitagsbeschlusslage. Und wenn das sozusagen aufeinanderprallt, ein im Grunde nach richtiger Parteitagsbeschluss und das Wohl des Landes, dann kann, glaube ich, in der Güterabwägung nicht das Wohl des Landes hinter dem Parteitagsbeschluss anstehen. Und das Neue zu besprechen, gibt man den Landesverbänden mehr Möglichkeiten, das auch auf die Wirklichkeit anzuwenden, wenn schlussendlich gar nichts möglich ist, außer eine Lösung, die man finden muss, die nicht mehr in das Korsett dieses Beschlusses passt. Dafür werbe ich sehr. Sie haben auch von der Beinfreiheit gesprochen, die es da geben muss. Heißt das, dass die Landesverbände unabhängig sein sollen von dem, was in Berlin beschlossen wird und im Zweifelsfall ja auch aus Berlin an Informationen und als Direktive kommt? Ja, wir sind ja eine föderale Bundespartei. Und die Stärke der Landesverbände macht die Gesamtstärke der Union aus. Und das ist eben sozusagen auch ein gegenseitiges Erwartungsgeschäft. Und es ist eben kein einseitiges, aus Berlin wird bestimmt, was in den Verbänden läuft, sondern es muss immer auch das Zutrauen und Vertrauen da sein, dass die Leute vor Ort, die Gesichter der CDU auch in den Ländern sind, dass man denen auch vertraut, dass sie auf der Grundlage unseres gemeinsamen Fundaments, das, was uns verbindet, was unsere Satzung ausmacht, was unser Grundsatzprogramm ausmacht, dass wir das auch anwenden und halten, aber immer auch unser Landeswohl im Blick haben und das nie einfach nur beiseite legen. Aber dann müssen Sie doch besonders verärgert darüber sein, dass die CDU-Chefin Kamm-Karrenbauer sagt, ich verstehe, so kann man das zumindest interpretieren, was sie in der Fernsehsendung gesagt hat, ich verstehe nicht, warum die Kommunikation nicht weitergegeben worden ist. Und sie meinte im Zweifel sie. Ja, heutzutage wissen ja alle, was angeblich Annegret Kramp-Karrenbauer mir gesimst hatte. Die einzigen beiden, die das wirklich wissen, sind wir beide. Weil dann könntest du es ja jetzt mal sagen. Weil wir beide unsere Handys haben. Ja. Ich war mit Annegret Kramp-Karrenbauer sehr einig. Und das ist das Entscheidende, dass die CDU in keinem dieser Wahlgänge einen eigenen Kandidaten aufstellt. Und dafür habe ich auch gesorgt, hat auch viel Unmut in meiner Fraktion gegeben, weil es natürlich auch dort Leute gegeben hat, die gesagt haben, wenn linker Bewerber und ein AfD-Bewerber aufstehen, dann muss es ein bürgerliches Angebot geben. Und ich habe auch gesagt, das kann aber nicht aus den Reihen der CDU kommen, weil wir eine klare Beschlusslage und eine klare Erwartungshaltung aber haben. Aber warum kommt dann Kritik von ihr an Ihnen? Ja, das gehört offensichtlich zum politischen Geschäft dazu, dass man hinterher dann die Dinge auch nochmal neu ordnen will. Ich bin mit ihr sehr einig, weil ich habe sie ja auch bewusst angerufen und gebeten, mir zu helfen in der Frage, als ich gesehen habe, dass ich zwar sicherstellen kann, dass die CDU keinen Kandidaten aufstellt,
aber auch gesehen habe, dass vermutlich die FDP einen Kandidaten aufstellen wird für einen dieser Wahlgänge. Es hat sich dann abgeschichtet, dass es um den dritten Wahlgang gehen könnte, wenn es zu einem dritten Wahlgang kommt. Und ich wusste, dass es klug wäre, wenn die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands beim FDP-Bundesvorsitzenden auch darum bittet zu helfen, dass der Thüringer Landesverband keinen eigenen Kandidaten der Liberalen aufstellt. Und das hat sie dem Vernehmen nach auch gemacht und hat mit Christian Lindner Kontakt gehabt. Ja, die FDP hat sich dennoch entschieden, den Kandidaten aufzustellen. Und das bleibt für sich erstmal bestehen. Und auch die Annahme der Wahl danach haben wir für uns als CDU durchgesprochen und waren uns einig, das hat deshalb keinen Sinn, den Kandidaten aufzustellen, weil er die Wahl nie annehmen könnte, wenn er mit Stimmen der AfD gewählt ist. Wir haben das uns auch verfassungsrechtlich durchdekliniert, weil wir gesagt haben, wenn man dann die Wahl nicht annimmt, bleibt Bodo Ramelow Geschäftsführer im Amt, hat man auch politisch im Ergebnis gar nichts gekonnt. Und deswegen haben wir im Bewusstsein der AfD-Stimmen davon Abstand genommen. Aber ich habe das richtig verstanden, dass Sie sagen, Frau Kamp-Karrenbauer behauptet heute etwas anderes, als tatsächlich geschehen ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, was sie wirklich behauptet, deswegen will ich mich da nicht festlegen. Aber ich weiß, dass ich mit ihr an diesem Wochenende und auch bis zum Tag der Wahl sehr einig war über die Bewertung der Umstände, weil wir da völlig gleich lagen, Frau Kramp-Karrenbauer wie ich, dass es eine Gefahr wäre, wenn die FDP einen Kandidaten ins Rennen schicken würde, dass es gar nicht ginge, dass die CDU einen Kandidaten ins Rennen schickt. Und die Frage der Bewertung haben wir völlig gleich beantwortet. Frau Kramp-Karrenbauer wird nicht mehr lange Vorsitzende sein. Am Aschermittwoch haben Sie Friedrich Merz mehr oder weniger Ihre Stimme gegeben, haben ihn unterstützt. Er ist mit in Apolda aufgetreten. Was verbindet Sie denn mit der Politik, die Friedrich Merz umsetzen will? Ja, der politische Aschermittwoch in Thüringen, in meinem Heimatkreisverband in Apolda, ist ja der größte seiner Art in Ostdeutschland und der dritte in ganz Deutschland. Und das ist schon für uns ein politisches Highlight in dem Jahr. Und die Leute, die dieses Jahr gekommen sind, sind bewusst gekommen, um Friedrich Merz zu sehen. Wir waren ja mehr wie ausverkauft und wir hatten eine Anmeldeliste mit mehreren hunderten weiteren Gästen, die wir gar nicht unterbringen konnten. Jens Spahn war schon zu Gast bei mir und ist genauso gleichermaßen hochwillkommen gefeiert worden aber wie gestern Friedrich Merz. Aber und Sie verbinden ja Halle, was mit Friedrich Merz. In der Halle gestern hat man gespürt, dass die Besucher, die gestern da waren zum Aschermittwoch, mit vollem Herzen für Friedrich Merz votiert haben, wenn sie hätten abstimmen können, weil sie mit ihm auch eine Hoffnung verbinden, dass es einen Neuanfang in der CDU gibt für Tun die sie Zeit das auch? Nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Klar, Friedrich Merz gehört, auch wie Jens Spahn, zu den Leuten, denen man zutraut, dass sie die CDU in eine bessere Position bringen können und aber auch garantieren können, dass es eine Kanzlerschaft der CDU in Verantwortung für Deutschland auch nach Angela Merkel gibt. Sind die Prinzipien und die Grundsätze eines Friedrich Merz diejenigen, die Sie am stärksten und am ehesten unterstützen könnten? Oder ist es Pragmatismus im Sinne von, der kommt in den ostdeutschen Ländern am besten an, also nehmen wir den dahin und unterstützen ihn, weil der holt uns im Zweifelsfall am ehesten die AfD-Stimmen zurück? Ja, muss man unterscheiden. Ich habe ja Friedrich Merz nach der Landtagswahl gebeten, zu uns zu kommen zum Aschermittwoch. Und er hat es im Bewusstsein auch des schwierigen Wahlergebnisses gemacht. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er gar nicht lange überlegt hat, sondern mir am gleichen Tag zugesagt hat. Und da war ja noch überhaupt nicht zu der Phase klar oder bekannt, dass es einen neuen Bundesvorsitzenden geben soll. Und er dafür kandidiert, hat sich erst in dieser Woche dafür entschieden und auch beworben. Aber zum Zeitpunkt seiner Zusage wollte ich ihn haben, weil ich ihn einfach als Politiker spannend finde mit seinen Ideen. Und er für eine Sehnsucht in der CDU steht, die man hoffentlich auch in Zukunftspolitik umwandeln kann. Aber das ist doch nicht nur Sehnsucht, das ist doch auch politische Taktik. Er hat gesagt, jetzt mal etwas verkürzt wiedergegeben, es gibt rechtsradikale AfD-Wähler, aber auch bürgerlich-konservative AfD-Wähler, die in der CDU keine Heimat mehr haben. Denen muss man deutlich machen, dass wir Platz für sie haben. Das ist doch ein eindeutiges Angebot zu sagen, ich mache eine konservative Politik und mit dieser Politik kann ich bestimmte Wählergruppen zurückholen. Na, ich war ja auch dabei bei der Veranstaltung und Friedrich Merz hat sehr davon gesprochen, dass die CDU in der Mitte bleiben muss. Die Frage ist, verschiebt sich aber die Mitte? Aber wo ist die Mitte? Die Mitte ist hoffentlich nicht verschoben zu einer Seite, auch nicht nach links, sondern sie ist wirklich im politischen Spektrum Mitte, aber auch breit. Volkspartei muss auch Angebote
sowohl in das linke als auch in das rechte Spektrum machen, aber immer einladen in die Mitte. Ich meine, ich sehe ja in unserem Land, aber auch bei den Umfragen der CDU Deutschland, dass wir ja massiv verloren haben. Wir haben in Thüringen seit 1999 bis heute in Wahlergebnissen 30% verloren. Zwei Drittel davon in Regierungsverantwortung. Die absolute Mehrheit ist uns erst verloren gegangen, dann ist uns auch die Regierungsfähigkeit verloren gegangen. Und die CDU Deutschland hat von 41,5% bei der letzten Bundestagswahl auf jetzt, ja, in Umfragen bei Mitte 20 gelandet, ja auch eine Menge, über 15 Prozentpunkte verloren. Und die Wähler sind ja irgendwo hingegangen. Ja, aber und sie wieder einzuladen und zurückzugewinnen, das muss jeden in der CDU, der sich dafür engagiert, dass wir in Verantwortung bleiben für Deutschland, muss das bewegen. Wie kriegt man diese Leute wieder angesprochen und zurück und kann sie wieder einladen, dass sie in der Mitte der Gesellschaft auch der CDU zutrauen, der CSU, dass sie das können. Aber sie holen ja im Zweifelsfall nicht bei der FDP Stimmen zurück, sondern sie müssen, und das ist ja die Aussage von Friedrich Merz, im Zweifelsfall auch die AfD-Wähler ansprechen. Da sind die Wahlergebnisse, wenn wir zum Beispiel uns Thüringen ansehen und mal vergleichen, da kommen die Kandidaten im Augenblick her, Nordrhein-Westfalen, im Vergleich dazu enorm hoch. Tickt der Osten eigentlich anders? Ja, definitiv. Und ich finde, der Osten ist oft für seine gesellschaftspolitische Entwicklung Seismograf für eine gesamtdeutsche Entwicklung. Und man kann vom Osten eine ganze Menge lernen. Ist das Vorreiter für andere Regionen? Ich hoffe nicht in den Wahlergebnissen, aber in der Frage der Veränderungsmüdigkeit, in der Frage dessen, was auch Ostdeutsche in den letzten 30 Jahren geleistet haben, eben beim Wiederaufbau des Landes selber mitzuhelfen, aber eben auch eine Menge Veränderungen hinzunehmen, die einfach auch schlicht notwendig waren. Und viele fühlen sich natürlich auf diesem Weg dahin auch alleingelassen und zurückgelassen. Mir ist im Wahlkampf aufgefallen, gerade im Osten, die Leute waren, natürlich ist es bei uns ein Thema Ost-West-Rentenangleichung. Es ist bei uns, wie auch in anderen Landstrichen in Deutschland, ein Thema Doppelbeitragung bei der Betriebsrente, die nachgelagerte Rentenbesteuerung oder eben auch die Debatte um die Grundrente. Das sind Themen, die gerade die Generation derer, die als Leistungsträger lebenlang gearbeitet haben, sind das Themen, die bewegen die jeden Tag. Verstehe ich, aber das sind ja eigentlich wirtschaftliche Themen. Das sind ja natürlich auch individuelle Themen. Aber warum aber sind ist die Atmosphäre eine andere? Ja, weil es auch sozialpolitische Themen sind. Und wissen Sie, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, meine Eltern zum Beispiel 47 Jahre Arbeitsjahre hinter sich gebracht haben, keinen Tag arbeitslos gewesen sind, und trotzdem jeden Tag fleißig unterwegs gewesen sind und haben dann am Ende eine Rente, die weniger ist in der Summe als Grundsicherung, dann fühlen sich viele Leute um ihre Lebensleistung betrogen. Es hat alles individuelle Gründe, weil eben auch die Löhne niedrig waren. Und wenn man niedrigen Lohn bekommt, ein Leben lang, dann ist dahinter auch keine starke Rente zu erwarten. Aber es gibt halt auch eine Erwartung, dass der Staat die Leute nicht alleine lässt, sondern ihnen dabei hilft. Denn wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie da alleine gelassen werden, dann wenden sie irgendwann ab und haben kein Vertrauen mehr in die Handelnden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um was sich alles dreht, ist, dass wir beweisen müssen, dass wir handlungsfähig sind, dass wir mit den komplizierten Situationen umgehen können. Und da ist die Erwartungshaltung vielleicht im Osten sogar noch ein Stück stärker an die, die man wählt, und vielleicht auch kritischer, als wir das in anderen Ländern sehen, die schon fast jetzt 7 Jahrzehnte Zeit hatten, in der Demokratie dieses Vertrauen auch zu entwickeln. Aber was haben Sie gelernt aus Ihrem Elternhaus? Ihr Vater war Handwerker, Ihre Mutter war Verkäuferin. Das sind ja genau diejenigen, die jetzt über diese Differenzen, Schwierigkeiten, diese besonders spüren. Ist das etwas, was tatsächlich nur wirtschaftliche Gründe hat? Und ist es nicht auch eine Frage der Anerkennung dessen, worum es in Ostdeutschland geht? Ja klar, es sind wirtschaftliche Fragen, es sind sozialpolitische Fragen. Und Volksparteien wie die CDU müssen die immer auch gesamt in dieser Breite beantworten und sich nie nur einer Seite zuwenden. Und vielen fehlt diese Gesamtantwort darauf. Eben, dass es ein Zutrauen gibt, in die sie sich jeden Tag anstrengen und Leistungen bringen. Und nicht nur eine Hinwendung in die gibt, die sich vielleicht darauf verlassen, dass der Staat die Leistung erfüllt. Und vor allen Dingen eben auch, dass die Anerkennung gespürt wird, was man selber mit geleistet hat für eine Gesellschaft und auch den Aufbau der Demokratie. Und da ist halt aus unterschiedlichsten individuellen Gründen in verschiedenen Regionen in Ostdeutschland in der Summe eine größere Skepsis entstanden. Und die Skepsis hat Raum gelassen auch dafür, dass Populisten von den Rändern, gerade auch vom rechten Rand, Gehör gefunden haben. Und was viele abschreckt, ist die Erfahrung, die wir im Herbst 89 gewonnen haben, dass die erkämpfte Meinungsfreiheit sich wieder darauf reduziert, dass man politisch korrekt sein muss. Jedenfalls ist das eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn Leute, weil sie die AfD wählen, das Gefühl haben, sie werden in den politischen Debatten als Nazis beschimpft, dann wenden sich Leute ab, weil sie spüren, sie dürfen zwar ihre Meinung sagen,
Aber wenn sie sie zum Ausdruck bringen im Wahlverhalten, dann werden sie in eine Ecke geschoben. Und wenn man sozusagen die Leute nicht wieder einlädt, zurückzukommen und die Spaltung der Gesellschaft sozusagen hinnimmt, dann verliert man die Leute auf Dauer. Und ich finde, die Volkspartei wie die CDU muss immer zur Aufgabe sich machen, die Spaltung der Gesellschaft überwinden, immer wieder die Hand reichen für die Demokratie, die Chancen auch immer wieder vermitteln und nicht die Leute an den Rändern stehen zu lassen. Was ist Ihre eigene Motivation? Sie sind nicht nur jemand, der jahrelang wirklich gekämpft hat. Selbst Gegner unterstellen Ihnen, da ist eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Liebe an der Politik, ein großes Engagement. Sie haben das selbst während Ihrer Krebserkrankung weitergeführt, was viele sehr beeindruckt hat. Warum tun Sie das? Weil ich mit allen Fasern meines Daseins mich für diese Demokratie einsetze. Und mit Mandat, ohne Mandat, mit Funktion, ohne Funktion. Ich finde, das kann man gleichermaßen tun. Man kann es an der einen oder anderen Stelle stärker tun, wenn man eine besondere Aufgabe bekommt und das Vertrauen dazu bekommt. Aber wissen Sie, ich bin als Schüler zur Politik gekommen, in das neue Forum eingetreten, habe erst eine Schülergruppe gegründet, bin dann zu der Bürgerrechtsbewegung gegangen. Wer mich das angetrieben hat, mich dafür einsetzen, dass wir in Freiheit leben können, in Demokratie leben können, gleiche geheime freie Wahlen haben und dass wir unsere Meinung sagen können und auch Pressefreiheit genießen können. Und das ist mein Antrieb seit meinen Schülertagen. Und deswegen engagiere ich mich so sehr, wahrscheinlich manchmal mehr als andere und habe auch eine Menge Privates zurückgesteckt für dieses Engagement. Aber ich tue das wirklich aus voller Überzeugung, weil ich daran glaube, dass die Demokratie das Beste ist, was wir haben können. Und ich sehe derzeit, dass die Demokratie so gefährdet ist wie nie zuvor in unserem Land und so skeptisch betrachtet wird. Und wir dürfen doch nicht denen überlassen, die Hass verbreiten, die Extremismus verbreiten, die Antisemiten sind. Wenn die den Raum gewinnen und dann auch sich noch parlamentarisch stark machen, dann ist es in unserer Demokratie geschehen. Und das macht mir Sorge und das treibt mich an. Und auch wenn wir derzeit im schwierigen Fahrwasser sind als Union und da wieder raus müssen, will ich doch auch meinen Beitrag leisten, da wieder auf guten Kurs zu kommen. Aber Sie sind nicht zurückgetreten. Was wollen Sie in Zukunft machen? Ich bin nicht zurückgetreten, aber es gibt einige, die von mir verlangt haben, dass ich diese Aufgabe zur Verfügung stelle. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu machen und damit auch meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert ist. Aber ich bin zunächst ja trotzdem demokratisch gewählter Landtagsabgeordneter in meiner Heimatregion, habe diesen Wahlkreis immer wieder gewonnen und vertrete ihn auch in der Zukunft, weil natürlich das, was ich sage, für was ich mich engagieren möchte, das kann man auch ohne besondere Funktionen tun. Und das ist kein besseres Engagement, nur weil ich ein Amt habe, sondern das habe ich eben auch, weil ich das Mandat habe. Aber Sie sind als Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender nicht jemand, der sich jetzt in die hinterste Reihe setzt und mal guckt, wie die Politik sich in Thüringen weiterentwickelt. Was haben Sie vor? Ja, noch bin ich ja beides. Weil ich 12 Jahre lang Fraktionsvorsitzender, das ist wirklich eine lange Zeit und prägt natürlich auch so ein politisches Leben ist auch ein Teil meines Arbeitslebens geworden dadurch. Und die ehrenamtliche Aufgabe des Parteivorsitzenden habe ich wirklich mit Leidenschaft gemacht und mit Freude. Und ich habe das auch zur Aschermittwochsveranstaltung gesagt. Es war mir auch eine Ehre, diesen Dienst zu tun. Und jetzt schaue ich, welche Chancen sich für die Zukunft eröffnen. Aber deswegen bleibe ich trotzdem jederzeit als Mensch, Mike Moring, engagiert für unser Land. War das deswegen auch vielleicht so besonders in der Situation Friedrich Merz auf der Bühne, der als nicht Newcomer, sondern als Wiederkommender in die Politik kommt und Sie, jemand, der zumindest einmal im Augenblick nicht sagen will, was er so vorhat, vielleicht haben Sie ja auch an ihm ein Beispiel gefunden, wo Sie sagen, ja, man kann ja auch wiederkommen. Ja, ich glaube sowieso daran, nicht nur wegen der anstehenden Osterzeit, dass das Leben auch aus voller Hoffnung besteht und immer hoffentlich auch eine zweite Chance gewährt wird. Aber das wäre jetzt zu früh, darüber nachzudenken, weil ich ja noch nicht mal aus der ersten Aufgabe raus bin und schon wieder über die nächste Aufgabe reden kann. Gibt es ja gar keine Perspektive dafür. Aber dass man dem Leben mit Hoffnung begegnet, das habe ich sowieso gelernt in den schwierigen Tagen meines Lebens. Und das gilt auch jetzt für die politischen Fragen. Und klar, der Aschermittwoch in meiner Heimatstadt mit der großartigen Emotion, die mir die Leute entgegengebracht haben, die hat mir schon gezeigt, dass ich nicht im Groll gehen muss
und auch nicht in Groll gehen will, sondern dieser Zuspruch, der war enorm und der hat mir auch ganz viel Kraft gegeben und hat mir gezeigt, dass die Basis zu Hause mit mir verbunden ist und mit der Idee, die ich auch vertrete. Und so gesehen war das ein guter Punkt für einen Abschied und vielleicht auch für ein Vertrauen für die Zukunft. Mike Moring, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Dankeschön.